Ein richtiges Topspiel ganz früh in der Saison. Am zweiten Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg. Beide Mannschaften gehören zu den Titelanwärtern in dieser Bundesliga-Saison. Und die Partie braucht keine Anlaufphase. Es geht direkt zur Sache. Barbara Dunst gegen Merle Frohms. Die Keeperin erwischt nicht den Ball, sondern die Gegnerin, Schiedsrichterin Fabienne Michel, zeigt sofort auf den Punkt. Klare Sache, 11 Meter. Und der ist ein Fall für Laura Freigang, eine souveräne Schützin. Das zeigt sie auch hier, eiskalt verwandelt. Das 1:0 für die Eintracht nach 9 Minuten durch die deutsche Nationalspielerin. Das erste Saisontor für Frankfurt, denn am ersten Spieltag gab es eine 0:2-Niederlage in Essen. Trainer Nico Arnautis sagt, wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Ja, bisher sieht es ganz danach aus, denn es gibt gleich die nächste Möglichkeit. Anyomi aus ganz spitzem Winkel, fast kriegt sie den Ball, trotzdem noch aufs Tor. Zwischen Frohms und dem Pfosten fliegt er durch. 25 Minuten gespielt, von Wolfsburg kommt noch nicht viel. Zum Saisonauftakt gewannen die Wölfinnen mit 3:0 gegen Leverkusen. 22 Torschüsse hatten sie in dem Spiel. Und hier jetzt auch den ersten, Eva Pajor mit dem Kopf. Guter Versuch, da fehlen nur ein paar Zentimeter zum Ausgleichstreffer. Die Gäste werden jetzt besser, damit war auch zu rechnen. Ähnliche Szene wie gerade eben. Erneut geht's über die rechte Angriffsseite. Endemann setzt sich durch. Da ist Jule Brandt und die sieht Alexandra Popp, die Torschützin vom Dienst. Das 1:1 nach 28 Minuten. Ja, das hatte sich so ein wenig angedeutet in den vergangenen Minuten. Und klar trifft Popp, Deutschlands Fußballerin des Jahres. Sie erhielt die Auszeichnung ja in diesem Jahr bereits zum 3. Mal. Es ist ein richtig gutes Spiel mit 2 Treffern und vielen Tormöglichkeiten. Es geht hin und her, jetzt wieder Frankfurt in der Offensive. Lara Praschnika mit guter Übersicht. Da ist Anyomi. Und Frohms verhindert den Rückstand mit einem richtig starken Reflex. Kleines Privatduell zwischen Anyomi und Frohms. Erst beim Torschuss und auch in dieser nächsten Szene stehen die beiden wieder im Mittelpunkt. Die Keeperin kommt raus und räumt die Stürmerin ab. Schiedsrichterin Michel zeigt sofort an, Eckball, kein Elfmeter. Aber naja, also wenn man diese Zeitlupen sieht, dann wäre ein Strafstoß durchaus in Ordnung gewesen. Das sieht natürlich auch Nico Arnautis so. Die letzte Szene im ersten Durchgang, Freistoß Wolfsburg, der kommt nicht schlecht. Eva Pajor wieder per Kopf, die ist richtig gefährlich. Dann ist die erste Hälfte vorbei, 1:1 vor 13.500 Fans. Im Mai gab es hier für Frankfurt einen 4:0-Sieg gegen Wolfsburg. Einerseits gibt der natürlich Rückenwind, andererseits sind die Gäste auf Wiedergutmachung aus. Doch erstmal startet die Eintracht nach dem Seitenwechsel gut. Reuteler sieht Dunst, Barbara Dunst fackelt nicht lange, ab ins kurze Eck. Das 2:1 nach knapp 60 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Ganz starke Aktion von Geraldine Reuteler, die hat die Übersicht, legt rüber auf Dunst und klar, der Abschluss ist auch einfach gut. Nichts zu machen für Merle Frohms. Nach dem ersten Spieltag gab es eine Länderspielpause. Nicht ideal, um Rhythmus zu finden. Bei beiden Teams ja viele Nationalspielerinnen im Kader, aber die haben hier keine Probleme. Da ist Oberdorf, Lena Oberdorf, Traumtor. 53. Minute, es geht Schlag auf Schlag. Der Ausgleich zum 2:2, ein toller Schuss der Wolfsburgerin. Und wenn der so genau unter die Latte passt, dann gibt's extra Applaus von Coach Tommy Struth. Und sein Team ist jetzt gut drin im Spiel. Weiter geht's nach vorn. Da ist Wedemeyer, die eingewechselte Joelle Wedemeyer,
3:2 für Wolfsburg, 73. Minute. Zweimal haben die Wölfinnen einen Rückstand aufgeholt. Jetzt gehen sie erstmals in Führung. Ein Superschuss von Wedemeyer. Stina Johannes kommt da einfach nicht dran. Rein in die Schlussphase. Eigentlich müsste jetzt noch mal ein Offensivfeuerwerk der Eintracht kommen. Aber nein, stattdessen wieder Wolfsburg. Und da wird es jetzt jedes Mal gefährlich. Hut auf! Poppt die artistisch auf Pajor. Und jetzt macht sie auch noch ihr Tor. Das 2:4. Jetzt ist das Spiel entschieden. 84 Minuten sind durch. Wunderbar herausgespielt, dieser Treffer. Pajor hatte zuvor schon einige Möglichkeiten. Jetzt holt sie sich ihr Erfolgserlebnis. Dann ist Schluss in Frankfurt. Der VfL Wolfsburg gewinnt eine spannende Partie mit 4:2. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.